live dabei hier in Barcelona. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen hier in Barcelona. Ich begrüße Sie zu dieser heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und wir freuen uns auf das Viertelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. FC Barcelona gegen AC Mailand. Tja, und die große Frage wird heute sein, können die Gastgeber in die nächste Runde einziehen? Das ist machbar, aber keine leichte Aufgabe bei diesem Gegner. Die Fans hoffen natürlich, dass sie am Ende dieses Hinspiels schon mal jubeln können. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Marc-André Ter Stegen im Tor. Clément Longley spielt neben Gerard Piqué in der Abwehr. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Die Einblendung. So will der AC Mailand heute also ins Spiel starten. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Andrea Conti spielt mit Ricardo Rodriguez in der Abwehr. Lucas Piglia steht gemeinsam mit Frank Kessier im Zentrum. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Barça stößt an, los geht's. Super, Suarez. Griezmann. Da geht der Ball weit in Richtung Lionel Messi. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Er zieht ab. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Ecke von Bonaventura. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Auf Luis Suarez müssen sie heute besonders gut aufpassen. Ja, Suarez mit dem Pass. Messi, Riesenchance. Ball kommt aufs leere Tor. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Tabushi. Das nimmt er natürlich gerne an, dass er sich nicht zweimal bitten. Nee, alles offen. Also so leicht hat man es nicht oft. Schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Barcelona geht hier also in Führung. Super Pass von Messi. Luis Suarez. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Weiter die knappe Führung nach der Szene eben. Das war eine Riesenchance. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Fängt diesen Ball ab. André Silva. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen.
Ecke von, da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Sieht gefährlich aus. Bilia. Bilia! Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Ecke von Bonaventura. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Gute Hereingabe. Der Abschluss nicht. Jetzt der Ballverlust. Messi mit Platz auf dem Flügel. Messi. Griezmann, Riesenchance. Da ist er drin, ein tolles Tor. Barcelona kann erhöhen. Zwei Tore liegt man jetzt vorne nach diesem Treffer. Gucken wir nochmal drauf. Auf das Tor von Barcelona. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. André Silva. Rodriguez am Ball. Ball abgefangen von Ivan Rakitic. Schön dazwischen gegangen. Luis, jetzt ist er durch. Was für eine Chance, aber er hat ihn. Und jetzt ärgern sie sich natürlich, das war kein guter Abschluss. Guter Pass, gute Aktion. Er pfeift ihn zurück, abseits. Na, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Da verlieren sie den Ball. Super, Suarez. Griezmann. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Trifft er, ja, drin, Tor. Das ist natürlich exzellent gespielt. Raus auf den Flügel, dann eine tolle Flanke und anschließend der Treffer. Der war schwer zu nehmen, aber er macht ihn rein. Ganz stark gemacht, ein richtig schönes Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. André Silva. Sie verlieren den Ball. Griezmann hat Platz. Ball soll jetzt zu Messi. Fällt das Tor doch noch? Und da kommt er an den Ball. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Jetzt Busquets. Frenkie de Jong.
Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ballverlust Barcelona. Sie liegen vorne zur Pause. Schaut gut aus, finde ich. Und daran müssen sie anknüpfen, denn heute geht es ja vor allem darum, sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu erarbeiten. Überragend, was Luis Suarez heute zeigt, Buschi. Er hatte hier schon einige gute Szenen, also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Nelson Semedo. Luis Suarez am Ball. Jetzt Griezmann. Messi. So, jetzt Barca am Ball. Und Rakitic. Rakitic, unaufhaltsam. Das wird hier Ecke geben. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschüssen. So, Ecke kommt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Der Ballverlust. Messi. Flanke von Lionel Messi. Den Ball kann er klären. Das könnte gefährlich werden. Jetzt vielleicht die Flanke. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Beim AC Mailand gibt es einen Wechsel, Buschi. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Der muss da drin sein. Den hat er gut erwischt, aber der geht knapp daneben. Wird's jetzt gefährlich. Der Angriff könnte was werden. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Das war knapp. Die Gäste werden wechseln. Luis Suarez. Lionel Messi. Der Vorstoß von Messi. Flanke von Lionel Messi. Super Parade. Klasse gehalten. Der FC Barcelona nimmt jetzt eine Auswechslung vor. Völlig richtig, Wolf. Gerard Piqué verlässt den Platz und Samuel Umtiti kommt rein. Ein Defensivstarker. Die Ecke kommt. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner.
Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Belia jetzt am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Jetzt Belia. Suso. Franck. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er hat den Ball. Ja, da hat er gar keine große Mühe. So einfach dürfen sie es ihm nicht machen. Andrea Conti. Jetzt der Ballverlust. Achtung jetzt, Pass von Vidal. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Die letzten Minuten in diesem Spiel, der FC Barcelona ist hier auf dem besten Wege, 3 Punkte mitzunehmen. Und die Fans sehen es ganz genauso. Und ich denke, dieser Optimismus ist nachvollziehbar. Grandiose Vorstellung der Mannschaft. Der Dreier steht fest. Die Ecke kommt von Griezmann. Exzellentes Zweikampfverhalten. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. 6 Minuten haben wir hier noch. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Messi. Messi muss es machen. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Schöne Vorarbeit, aber der Abschluss war gar nichts. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Barcelona verliert den Ball. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Buenaventura. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Rafinha. Super Pass. Abseits Suarez. Und das ist der Ballverlust. Das war's in diesem Hinspiel. Sieger der Partie ist am Ende der FC Barcelona. Das sieht auf jeden Fall recht gut aus. Jetzt nochmal volle Konzentration, Wolf. Dann müsste das mit dem Weiterkommen eigentlich klappen. Das war schon über weite Strecken überzeugend. Streckenweise sogar brillanter Fußball. Und man hat gesehen, was in dieser Mannschaft steckt. Was ist deine Meinung zur heutigen Leistung von Luis Suarez? Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren, da kann man sich schon mal freuen.